Wir sind hier auf dem Jugendforum der Gamescom. Und zwar stehen wir hier genau vor dem Stand des Deutschen Multimedia-Preises, wo wir die Möglichkeit haben, aus Alltagsgegenständen einen Computercontroller zu basteln. Das funktioniert gemeinsam mit der Computerschnittstelle Makey Makey. Wenn man das Ganze dann verstanden hat, hat man die Möglichkeit, am Computerprojekt Köln teilzunehmen. Dies ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, einen weiteren kreativeren Controller zu bauen. Und dabei kann man dann Preise gewinnen. Also, wie man hier sehen kann, haben wir hier viele Sachen, mit denen wir den Controller basteln können. Unter anderem auch Obst und Knetmasse. Das sind nun wirklich nicht Dinge, von denen ich gedacht hätte, dass man daraus einen Computercontroller basteln kann. Aber wir wollen es mal ausprobieren. Eigentlich ist das ja total die Verschwendung von gutem Obst. Aber ja, es ist ein totaler Kabelsalat. Aber wenn ich alles richtig gemacht habe, sollte ich jetzt theoretisch in der Lage sein, dieses Spiel mit diesen Früchten und dieser Knetmasse zu steuern. Dann probieren wir mal aus, ob es funktioniert. Wie man sehen kann, bin ich nicht sonderlich gut in diesem Spiel. Also, ich sitze hier mit Diana, einer Mitarbeiterin von MB21. Und sie hat hier den Stand organisiert und hat die Aufsicht darüber. Und ich wollte sie jetzt fragen, wieso macht man das eigentlich? Also was ist der Sinn davon, mit Alltagsgegenständen solche Spielecontroller zu bauen? Also wir sind große Unterstützer des kreativen Spielens. Das heißt, wir wollen unseren Kindern und Jugendlichen nicht einfach nur ein Gamepad in die Hand drücken und denen sagen, ja okay, jetzt spielt mal damit das vorgegebene Spiel, sondern wir wollen, dass sie auch sehen, dass Alltagsgegenstände, also die Realität, in die virtuelle Realität übergreifen kann und dass sie dadurch kreativ werden und sich selber sowohl reelle als auch virtuelle Welten schaffen können, die sie miteinander verbinden. Okay, super. Und haben Sie denn in den letzten Tagen schon gesehen, dass das so funktioniert hat? Also haben die Leute Spaß daran, diese Controller zu bauen? Also sie haben eine ganze Menge Spaß daran, denn wir haben ja auch vorne an unserem Stand Makey Makey aufgebaut, zusammen mit Bananen. Das ist auch irgendwo unser Blickfang. Es ist natürlich toll, wenn man sieht, oh, Pac-Man mit Bananen spielen, einfach mal draufdrücken. Und die sind alle ganz davon begeistert, vor allem auch die verschiedenen Materialien auszuprobieren. Auch einfach mal sehen, was leitet denn jetzt überhaupt den Strom zu Makey Makey hin, was leitet die nicht. Und dann aber auch hinzunehmen, dass manche Sachen nicht den Strom leiten, obwohl man jetzt ein kreatives Gamepad erstellt hat mit all den möglichen Mitteln und Materialien. Und das hat Stunden in Anspruch genommen. Und daraus dann auch zu lernen. Okay, super. Dann bedanke ich mich und hoffe, dass noch viele Leute hier Controller bauen können.
du es denn? Ich fand, es hat jede Menge Spaß gemacht. Es war aber auch sehr anstrengend und vor allem kompliziert. Wenn man sich dann eingefunden hatte, war es sehr lustig. Und ich würde auch jedem hier empfehlen, dass er das mal macht, denn es sah jetzt halt natürlich aus, als wären wir etwas überfordert von der Situation. Aber es ist sehr anstrengend und sehr kompliziert und ich denke, ich werde da auch mal irgendwie bei so einem Wettbewerb mitmachen. Das kann ich nur bestätigen. Es war wirklich sehr kompliziert, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also, falls ihr Zeit habt, kommt doch beim Stand vorbei und probiert es selber mal aus.